Hallo, Prinz. Das ist der König. Lange nicht gesehen. Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, das sind mindestens 5 Jahre, wo wir uns nicht gesehen haben. So, hallo Prinz, das ist der König. Ja, ich bin der König. Ach nee, er ist der König. Lange nicht gesehen. So. Wir dachten, heute wäre ein vorzüglicher Tag zum Heulen. Der Katamari. Der Prinz. Ja, genau. Nach dem ersten Rollen folgt das zweite Rollen. Einfach rollen, rollen, rollen. Allein zu diesem Zweck haben wir uns die Mühe gemacht, dieses Universum zu erschaffen. Der King of All Cosmos hat sich die Mühe gemacht, um uns die Möglichkeit zu geben, Katamari zu rollen, ganz allein dafür. Deshalb wollen wir, dass du anfängst zu rollen. Aber vorher noch ein paar Dinge. Mag der Prinz Vibration? Damit meinen wir rütteln und schütteln. Natürlich. Nein, wir hassen das. Sanft und ruhig gefällt uns am besten. Wir lieben es en naturel. Wenn du das so sagst und so erklärst, Junge, was redet der denn? Dann kannst du die Vibration mit der Touch auf den DualShock einschalten. Alles klar? Ja. Wir sehen uns später. Alles klar. So. Ja, ich brauche da keine große Erklärung. Ich bin ja der absolute Katamari Forever. Ne? Profi. Man konnte auch irgendwie, wenn man so... so, fertig, ne? Meine Güte, das ist wirklich prinzenwürdig. Sehr gekonnt und so elegant. Bezaubernd. Uns wird ganz anders im Kopf. Die nächste Herausforderung, stürmisches Rollen, schnelle Drehung. Ah ja, da kommt schon. Pass aber auf, beim Umsehen und Springen. Das ist gar nicht so leicht, wenn du schnell rollst. Wir sehen uns später, okay. So, das ist der Schnelle. Okay, springen. Dann haben wir noch den. Okay, ansehen. Ansehen, ansehen, ansehen. Okay. Fantastisch, absolut fabelhaft. Fantastisch. Ja. Mach mal hin hier, ich will mal das erste, Level spielen. Also die Animationen, die sind schon ganz verrückt. Sehr verrückt sind die. Piu, 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 piu. So. Oh, da ist er wieder. Nein. Das war tatsächlich kein Traum. Wir haben es geschafft. Der King of All Cosmos hat es tatsächlich geschafft. Ein mit Sternen übersäter Himmel. Wir haben ihn kaputt gemacht. Ja, wir waren ungezogen. Sehr, sehr ungezogen. Es tut uns furchtbar leid. Aber ganz unter uns, es fühlte sich richtig toll an. Wir konnten uns nicht mehr richtig erinnern, aber wir befanden uns wohl direkt im wohligen Schoß von Mutter Natur. Wir haben die Schönheit aller Dinge gefühlt und die Liebe, die alles durchdringt. Genauso war's. Hast du das gesehen? Wir haben aufrichtig gelächelt. Hast du es gesehen? Die Sterne funkeln mit ihrer perfekten Schönheit. Es gab einst so viele von ihnen, dass es fast schon ein Ärgernis war. Aber nun, gibt es nichts als Dunkelheit. Aber es ist nichts weiter als ein Traum. Aber eine richtig schöne Traum. Aber dieser fantastische magische Moment verfolgt, er hat sich ganz, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Okay, wir kamen wieder zu uns und stellten fest, dass sie sich waren. Selbst der King of All Cosmos wurde nicht von ihrem Zorn verschont. Glaub mir, alle waren unglaublich wütend. Aber egal, kleiner Prinz. Beeil dich und bring den wunderschönen Sternenhimmel zurück. Unsere Probleme sind auch deine Probleme. Klar, nur wegen uns lebst du und wir fordern diese Schuld nun ein. Verstanden? Okay. Hand in Hand für immer, ja. Die Vater-Sohn-Beziehung schlechthin, klar? Mhm. Also los, mach dich an die Arbeit. Meine Fresse, Alter. Mhm. So, jetzt geht's los. Da sind wir, die Erde. Moment. Oh boy. So. Wie immer randvoll mit Dingen. Hm? Hm? Ah, so mickrig, du bist ja immer noch so klein. So, wir haben nicht das allergeringste von den Sternen. Was ist das? Der Körper, diese Statur. Soll das wirklich unser Sohn sein? Aha, jetzt verstehen wir. Wachse und werde größer.
Während du den Katamari rollst, trainiere und werde größer und stärker. Ganz recht. Erwarte nicht einfach mit der Rolltreppe auf den Thron gehievt zu werden, nur weil du der Prinz bist. Oh, tangiert. Wenn du das erste Mal auf der Erde bist, musst du dir noch keine Sorgen um die Zeit machen. Wir werden dich abholen, wenn der Katamari 10 cm groß ist. Oh, da fällt mir noch etwas ein. Hier kreucht und fleuchen viele Dinge umher und sind meist im Weg. Wenn dir etwas von hinten auf die Pelle rückt, siehst du unten links einen Alarm. Okay, unten links, da ist jetzt bis jetzt noch nichts. Du solltest besser nicht mit etwas Lebendigem zusammenstoßen. Aber mach dir deswegen vorerst keine Sorgen. Das Spiel endet deswegen nicht gleich. Also entspann dich und rolle los. Viel Erfolg, Prinzenzwerg. Okay, okay, okay. Genug gelabert. Los geht's. Also das Spiel ist eigentlich so aufgebaut, dass ich hier nur ein bisschen so Zeug einrollen muss. Steuerung ist schon ein bisschen anders, ne? Ja, muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Schon lange kein Katamari mehr gespielt. Und mein Ziel ist es halt jetzt... Was ist denn jetzt eigentlich mein Ziel? Ich glaube 10 cm, ne? Das ist gerade mein Ziel. Ui. Oh nein, zurück. Ich brauche noch mehr Zeug. Ui. So. So. Das geht ja schon sehr gut. Und später in den Leveln ist es so, dass man Kilometer hoch werden muss, glaube ich. Und man beginnt halt immer so klein. Und man muss möglichst... Also es gibt auch Level, da muss man... So, ich fahre hier mal runter. Es gibt auch Level... da muss man... Was wollte ich denn jetzt sagen? Das habe ich schon wieder vergessen. Ach so, da muss man Teile aufsammeln, glaube ich. So war's. Ja. So, gleich haben wir die 10. So, warte mal, wie war denn jetzt nochmal springen? Umdrehen. Okay, das ist springen. Das wollte ich nicht. Umsehen. Ach so, genau. Jetzt haben wir's. Ich muss erstmal wieder reinkommen in diesem ganzen Katamari-Trott hier. So, wir haben es geschafft. Wie kommst du voran, Prims? Wie ist es auf der Erde? Na? Na? Oh. Du hast einen 10 cm großen Katamari erschaffen. Fabelhaft. Das hatten wir glatt vergessen. Du hast also fast alles erledigt oder etwa nicht. Die Lebewesen auf der Erde sind sehr zuvorkommend und werden dir helfen. Sie werden dich alles aufrollen lassen und dich dabei anfeuern und dir sogar zuwinken. Aber lasst uns erst einmal nach Hause gehen. Okay. Erstes Level geschafft, würde ich mal sagen. Ach, beinahe hätte ich ja etwas vergessen. Ist mir wirklich fast entfallen. Wenn du auf der Erde rumtollst, musst du noch ein paar mehr Dinge beachten. Du kannst keine Objekte aufrollen, die größer als ein... Ja, das wissen wir schon. Als ein Kartenmann. Möchtest du schnelle Tipps erneut anschauen? Nein. Ich bin doch Katamari-Profi. So, unser erster Katamari. Das war das erste Ziel, aber es ist nicht sonderlich aufregend, oder? Nee. Nächstes Mal wollen wir einen viel größeren. Das, was du am meisten gesammelt hast, ist... Genial. Auf der Erde gibt es unglaublich viele Dinge. Wir entlassen ihn jetzt in den Himmel. Und die erste Trophäe. Ein bisschen mopsen. Aha. So. Was? Du hast deinen eigenen Planeten vergessen? Tatsächlich ist das dein Ernst? Du bist also nicht nur mickrig, sondern auch noch lahm. Ja, so schnell geht das manchmal mit der ersten Trophäe. Manchmal brauchst du auch nur das Spiel starten. Als Eltern fühlen wir uns dafür teilweise verantwortlich. Oh, weh. Das ist dein Heimatplanet. Der Planet, auf dem du lebst. Hier kannst du die Sterne betrachten, das Spiel speichern und viele andere Dinge tun. Ganz wichtig bei diesem Spiel ist manuelles Speichern. Es wird nicht automatisch gespeichert. Ja?
Du kannst sogar die Erde und den Weltraum besuchen, indem du einfach die L1-Taste oder die R1-Taste drückst. Mhm. Roll deinen Katamari über die Erde, besuch den Weltraumpilz, um dich mit deinen Cousinen zu messen. Und das war es schon. Eure Kleinigkeit. Streng dich an, eure geistige Abwesenheit. Junge, was die da mal schreiben.